Hallo zu einem neuen Video. Ihr seht, der Tisch ist wieder leer. Das bedeutet Pickup-Zeit. Aber nach dem Intro. Spannenderweise hat sich wieder eine ganze Menge angesammelt. Und ich habe ja schon im letzten Video das so ein bisschen in Segmente geteilt. Das mache ich auch diesmal. Lego und auch Games sind zum Beispiel jetzt eine ganze Menge. Die sind in einzelnen Segmenten und ich habe es diesmal noch nicht mal geschafft, alles zusammen aufzunehmen. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich zum Beispiel andere T-Shirts trage. Ich habe die unterschiedlichen Zeiten aufgenommen, wie ich gerade hatte, und jetzt zusammengeschnitten. Aber jetzt präsentiere ich euch gleich erstmal so ein bisschen das gemischte Feld. Und ja, ich zeige euch einfach, was jetzt Lustiges, Spannendes, Tolles in meine Sammlung und die meines Bruders hinzugekommen ist. Gleich am Anfang Toys machen den Anfang. Und zwar Playmobil hat mich erreicht, oder uns. Der Knight Rider von Playmobil, der durfte nicht in der Sammlung fehlen. Als Kind der 80er sind wir mit Michael Knight und Kit aufgewachsen. Ja, damals hätten wir uns dieses Spielset mit Michael Knight, Devin Miles und Bonnie Barstow gewünscht. Ging nicht, jetzt gibt's das. Richtig mit Sound und ja, Sprachsamples, leider keine von dem Deutschen, sondern es sind die englischen Sprachsamples. Aber ja, richtig cool. Man kann ihn sogar zum Cabrio machen. Das, was er ja in so einer, ich glaube, in der letzten Staffel mit dem Super Pursuit Mode konnte. Und ihr könnt ja auch sehen, hier richtig das Cockpit richtig geil geworden. Ja, das musste sein. Der war auch recht günstig. War gerade mal im Angebot, ich glaube, bei Müller. Also ganz normaler Preis in dem Sinne. Ja, nicht normaler Preis war dann was anderes. Ich habe bei eBay Kleinanzeigen so ein paar Kindheits-Playmobil-Sachen gekauft. Zwei Sachen waren das. Einmal habe ich, ich glaube, insgesamt Versand 15 Euro bezahlt und einmal 10 Euro. 15 Euro habe ich bezahlt für dieses Set Raumfahrer. Einmal ein Raumfahrer und dieses geile Raumschiff. Das habe ich auch in den 80ern gehabt, wo ich Kind war. Ich fand das richtig cool. Es ist ein mega geiler Zustand. Ich habe das, glaube ich, auch noch ziemlich bespielt, aber deswegen habe ich es nicht gekauft, obwohl es ist vollständig, also hier mit Licht und das oft verloren, diese Abdeckung der Lampe. Dazu kam noch ein zweiter Raumfahrer. Hier fehlt ein so ein silbernes Fußbändchen, sage ich mal. Das habe ich aber noch in meiner eigenen Kindheitswühlkiste, das werde ich noch komplettieren. Ansonsten, klar, ein paar bespielte Sachen, aber für Anfang der 80er, wo es rausgekommen ist, sind die Figuren in einem richtig top-weiß Zustand. Bei einer ist leider ein Teil der Hand abgebrochen, aber das macht nichts, das wird rein hingestellt. Und ja, ich erfreue mich der Kindheit. Der Hauptgrund aber, warum ich das gekauft habe, ist nicht das gewesen, auch wenn das toll ist, sondern der Roboter GE5P. Das war sozusagen noch mein R2, bevor mein R2D2, als ich meinem Kenner Star Wars Spielzeug gespielt habe, bevor Star Wars sozusagen. Ja, ich mache mal ganz nah ran. Seht euch das an. Sieht aus wie R2, natürlich mit Arm. Der ist in einem super geilen Zustand. Alles ist noch sehr, ja nicht fest, aber es ist kaum bespielt worden. Der stand meistens und ich finde ihn einfach großartig. Und der musste dann auch in die Sammlung. Das gehört einfach dazu. Als zur Kindheit im Endeffekt. So, und es gab noch einen zweiten Roboter, der mich genauso geprägt hat wie dieser hier von Playmobil. Den habe ich auch für einen Zehner bekommen. Aber ich habe ihn nicht nur wegen dem Roboter gekauft, obwohl ein kleines Teilchen fehlt. Das ist dieser kleine Freund. Auch richtig cool mit seinen Antennen und hat so eine Schaufel und auch so eine Art Korb. Für den Korb fehlt leider so ein Griff, wo er dran hängt. Das ist das Einzige, was fehlt. Ich glaube aber, den habe ich noch von meiner eigenen Kindheit. Nur der Hauptgrund, warum ich den nochmal für einen Zehner erworben habe, war eigentlich nicht der Roboter, weil ich habe ihn, glaube ich, irgendwo in meiner Wühlkiste, war folgendes. Der kam mit Box. Und das ist schon was Seltenes. Und hier seht ihr auch richtig geil diese Box. Die macht richtig Laune. Und oben ist ein bisschen abgerissen. Das macht nichts. Die kriegt eine Sammlerschutzhülle. Richtig cool. Kleines Prospekt war, glaube ich, noch dabei, wenn ich das richtig entsinne. Genau, hier drin ist noch so ein schönes Prospekt.
Na, komm raus da, ich will euch auch zeigen. Eigentlich nicht das richtige Prospekt, denn es gibt ein Raumfahrtprospekt, auch hier hinten so richtig schön cool. Dieses Fahrzeug, dieses Bohrfahrzeug, was es auch gab. Das hier ist so ein bisschen mehr Stadt, wenn man das so sieht. Hier ist so ein Stadt. Und Schiffe und es gab einen mit Raumfahrt. Hier könnt ihr sehen, es gab hier Kataloge. Und der mit Raumfahrt, der war jetzt nicht dabei. Schön wäre es gewesen. Kann man auch aufklappen. Seht ihr noch mehr? Hier sind jetzt die Züge, die es alles gab. Richtig cool. Auf jeden Fall. Das ist wirklich ein Teil der 80er Jahre, wo ich mit aufgewachsen bin. Das ist die Nummer 3, wie gesagt. Nummer 2 mit Raumfahrt, die hätte ich gerne gehabt. Ich gucke gerade, ob hier ein Datum steht. Es war damals nicht so üblich, Daten drauf zu schreiben. Ja, aber es ist auch 80er Jahre einfach. Und es ist einfach nur cool. Ja, das musste ich mir für einen 10er holen. Eben halt mit der Box. Sammlerschutzhülle kommt rum. Vielleicht mache ich auch ein Case zusammen noch dann, wo ich die mit reinstelle. Das weiß ich noch nicht genau, aber das musste sein. Genau. Und so spannend geht es jetzt auch weiter. Toys-mäßig hat uns, oder mich, na, das hat mein Bruder erreicht. Eine von Star Wars Expanded Universe, Chaya Whistler, aus dem The Old Republic Game, glaube ich. Die kam auch in diesem Trailer vor. Das ist jetzt die zweite Version. Es gab schon mal eine frühere Auflage, die ist jetzt neu aufgelegt worden. Aber diese sieht wesentlich besser vom Gesicht her aus, richtig detaillierter. Man kann Helm aufsetzen, so eine Mandalorianerin. Und wer aufpasst, der Name Whistler, das ist ein wichtiger Name, denn auch ein Whistler taucht in der Mandalorian-Serie auf. Ganz, ganz wichtig. Und ja, achtet drauf, das ist so ein übergreifender, wichtiger Name in der Star Wars-Serie. Gut, dann gab es, ja, fangen wir an, Bücher. Ich fange mit Büchern an, ältere Bücher. Ich bin ein großer Fan der Geheimagent Lennet-Serie. Geheimagent Lennet ist wirklich eine 70er, ich sag mal 70er Jahre, vielleicht sogar 60er Jahre Jugendromanreihe aus Frankreich, wo wir von etwa 19, 20 Bücher in Deutschland hatten. Ich habe einen, ja, Podcast dazu gemacht, den verlinke ich jetzt einfach mal hier. Sehr interessant und ich habe eigentlich alle Bücher, aber ich habe ein paar Variationen gefunden, wo ich gedacht habe, die möchte ich gerne mal mir genauer angucken und habe ganz günstig das geschossen. So, und ich nehme jetzt mal den ganzen Stapel hoch. Ihr seht, einen ganzen Stapel Jan Tenner, sage ich schon, Geheimagent Lennet Bücher und einige Sachen sind auch doppelt dabei, die ich auch bereits habe, deswegen werden die mich dann verlassen können. Aber ich musste sie in einem Bundle nehmen. Ich glaube, das hier war ein 8-Euro-Bundle mit Versand. 5 Bücher. Hier habe ich, glaube ich, 3 Euro bezahlt für den. Das ist der Sammelband von Geheimagent Lennet. Den habe ich noch nie gesehen. Der ist jetzt nicht im perfekten Zustand. Er ist ein bisschen gewellt. Und ja, er ist halt älter. Man sieht es auch. Aber ich habe den nicht und ich wollte ein paar Variationen dann auch gerne haben. Hier sind jetzt, glaube ich, drei Bände. Geheimagent Lennet wird ausgebildet. Ja, müssten 3 Bände sein, also die hier drin sind. Ah ja, wird ausgebildet, erster Auftrag und die Saboteure hätten einzeln 5,95 Mark gekostet. Das ist ein Sammelband, auch so in so einem Umschlagschuber, aber da ist auch nichts weiter als so ein Hubschrauber drauf. Schon ganz cool. Der Autor, Geheimagent Lieutenant X, so angeblich beim Geheimdienst gearbeitet. So richtig schön ausstraffiert. Ganz witziger Gag. Ja, also den wollte ich gerne haben, diesen Sonderband. Aber dann sind mir so ein paar Dinge aufgefallen, warum ich das einzeln haben wollte. Und zwar die Erstauflage, kann man so sagen, sind immer so erschienen. Das war die Erstauflage. Wie gesagt, ein Jugendbuch, teilweise leider leicht gekürzt, aber das ist halt der deutsche Übersetzungsverschulden. Mit auch ein paar Bilder drin. Aber gut, in dem Podcast gehe ich so ein bisschen näher drauf ein. Gerne mal anhören, das lohnt sich. Wie gesagt, Erstauflage war das und die Zweitauflage
ist dieses hier zum Beispiel gewesen. Das fand ich auch richtig cool. So bin ich auch darauf aufmerksam geworden. Die kannte ich zwar auch, aber erst so bin ich neugierig geworden. Und das hier, glaube ich, wird ausgebildet. Ja, genau, war mein erstes Buch. Nicht dieses hier, aber das, was in meiner Sammlung steht. Genau in diesem Art von meiner Mama Geschenke gekriegt, wie sich's gehört. Ja, wie gesagt, die habe ich. Es gab diese zwei Versionen. Ich habe in meiner Sammlung auch unterschiedlich. Deswegen will ich mal ein bisschen vergleichen, weil ich bin der Meinung, oder ich habe es festgestellt, dass so ein paar Übersetzungen anders sind. Es kann sein, dass sie überarbeitet wurden. Und so sind mir auch ein paar Dinge aufgefallen. Ansonsten hier, wie gesagt, was habe ich alles gekauft? Geheimagent Landet und das tödliche Signal. Auch keine schlechte Geschichte. So Jugendkrimi, aber auch ein bisschen, ja, eben James Bond für Junior, kann man sagen. Geheimagent Landet und die Saboteure, was auch im Sammelband drin ist. Auch das ist alles die Erstauflage. Geheimagent Landet und das Kommando Sonderurlaub, das war im Endeffekt der letzte in Deutsch erschienene Roman. Gab es aber auch in der anderen Auflage. Und hier Geheimagent Landet unter Verdacht. Ja, und was mir aufgefallen ist, als ich die dann, bin einfach nur am Stöbern gewesen, da habe ich das Sammelbändchen gefunden und dann habe ich gemerkt, Moment mal, jeweils war ein Taschenbuch dabei. Ich habe die noch nie als Taschenbuch gesehen und dachte, das muss ich haben. Klar, ist jetzt gebraucht. Hier haben wir Geheimagent Lennets erster Auftrag. Auch in dieser Version. Und was ich am meisten interessant fand hier, das ist Geheimagent Lennet wird ausgebildet. Und auf den ersten Blick, müsst ihr mal gucken, ich gehe näher ran, sehen die Covers sehr identisch aus. Aber es ist ein unterschiedlicher Hubschrauber. Es ist eine komplett andere Zeichnung. Also diese Zeichnung ist überarbeitet worden. Richtig genial. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ich will mal einfach noch mal vergleichen. Hier waren auch Bilder drin. Oder Grafiken, die so ein bisschen eben halt die Geschichte weitererzählen. Vielleicht ist da ein Unterschied. Das will ich ein bisschen rausfinden. Aber man kann so gucken. Ich gucke jetzt gerade auch, während ich das jetzt so mal durchblättere, aber ja, vielleicht sind da Unterschiede. Ich weiß es noch nicht. Ich fand das sehr interessant und Taschenbuch wollte ich mal auch in der Version haben. Deswegen, ja, habe ich ein Stück sozusagen Kindheitsbücher zurückgeholt. Gut, indirekt geht es mit Kindheit auch weiter, weil ich in meinen Jugendjahren die erstmals gesehen habe. Ich komme jetzt zu Filmen. Fangen wir an mit dem älteren Filmset. Fehlte noch in der Sammlung, gehört eigentlich rein, weil man ist damit aufgewachsen, die Rocky Collection. 40 Jahre Rocky, Rocky 1 bis 4 und Rocky nee, 1 bis 5 und Rocky Balboa sind enthalten. Ja, brauche ich nicht viel sagen, Sylvester Stallone, einfach kultig. Ne, die Creed-Filme sind jetzt nicht dabei, weil die sind ja mehr so ein Spin-off, kann man fast schon sagen. Aber das war vom Amazon Prime Day, glaube ich, mitgenommen. Sehr, sehr günstig, also ich glaube 15 Euro. Für 20 Euro auch im Prime Day, etwas meiner Kindheit, die ich noch suchte, eben halt für oder auf Blu-ray. Gerade fliegt hier ein Hubschrauber über mich. Ich hoffe, das hört man nicht so stark. Passt natürlich der Hubschrauber, wo ich gerade darüber geredet habe. Gut, hört man vielleicht ein ganz klein wenig. Kann ich leider nichts ändern. Aber mit Schirmschirm Melone. Das ist jetzt hier die Staffel 7 mit Tara King. Ich habe die echt vor meiner Kindheit zuletzt gesehen und wollte sie immer mal wieder haben. Habe mir deswegen diese schöne Box gekauft. Sehr umfangreich. Das ist Edition 1 und 2 der DVDs sozusagen, natürlich in Blu-ray-Qualität. Ein bisschen verbessert oder qualitativ aufgebessert. Ja, wollte ich einfach haben für meine Sammlung, weil ja, ist eine Kindheitssache. Und in diesem Sinne habe ich dann auch etwas gekauft. Es gibt noch ein paar Staffeln, die mir fehlen. Mir fehlt zum Beispiel noch die New Avengers, eigentlich die letzte Serie dazu, kann man sagen. Und wie alles begann. Die sind ja nachträglich veröffentlicht worden. Die sind ja die Schwarz-Weiß-Vorgänger noch vor Emma Peel. Da fehlt mir was. Und in dem Sinne habe ich dann entdeckt, da haben sie wohl eine Folge nochmal gefunden. Und ich weiß gar nicht, ob vielleicht ist sie auch mit drin einzeln. Aber für einen Fünfer inklusive Versand habe ich das einfach mitgenommen. Schirmschamelone Tunnel of Fear. Eine ganz, ganz frühe Schwarz-Weiß-Episode, wo John Steed, Patrick McNee noch wirklich, wie soll man sagen, nicht nur jung ist, sondern auch ja, in seiner frühen Zeit. Also da ist er wirklich noch nicht der Hauptcharakter gewesen, denn ursprünglich in dieser Mitschirm-Schamelone-Reihe, in der Originalserie, war John Steed erstmal nur ein Zeitcharakter und ein Arzt war Hauptcharakter. Doch der Schauspieler hörte irgendwann auf und die Serie war sehr erfolgreich.
Und ja, dann John Steed war beliebt, also hat man ihn in den Mittelpunkt gezogen. Und dann kamen auch die Damen dazu. Und Horner Blackman, die erste, die auch bekannt ist als Pussy Galore in James Bond Goldfinger. Zungenbrecher. Und später Emma Peel und Tara King. Also, großartige Sache. Auch in die Sammlung gibt es nur auf DVD. Da gibt es in dem Fall gibt's seltsamerweise diese Beginning-Folgen nur bisher auf DVD. Und nur auf DVD gab es auch eine Serie, die ich liebe, aus Frankreich. Ich habe Staffel 1 und 2 bereits gesuchtet, kann man sagen, weil sie einfach großartig ist. Und jetzt gab es eine dritte Staffel. Das Problem ist, die dritte Staffel wird nicht im deutschen Fernsehen richtig gezeigt. Die wird auf einem Sony-Channel, glaube ich, gezeigt. Also ganz seltsam zu empfangen und kaum mitzubekommen. Und es sind auch noch nicht alle Folgen gesendet worden, aber es gibt inzwischen 2 Editionen. Die 2. Edition werde ich mir noch zulegen mit 3 Filmen. Das sind immer. Das ist eine Krimiserie. Komm, ich fange erstmal an. Und zwar Agatha Christie, Mörderische Spiele, die 70er, Staffel 2 oder Staffel 3 ist das. Richtig lustige Krimis. Grundlage ist Agatha Christie. Also man hat die Grundgeschichte von Agatha Christie genommen mit diesen Charakteren. Eben halt Ermittler, also das ist Kommissarin Anne Greco, der Inspektor Max Beretta und die Psychologin, jetzt muss ich gucken, dass ich das den Namen richtig drauf bekomme, Rose Bellacour. Richtig cool, sind eben leicht suffisante, humorvolle Krimis, ernste Krimis, aber doch sehr humorvoll. In den 70er Jahren halt das Macho-Gehabe, die schrillen Klamotten, die kurzen Miniröcke, all das ist so dabei, ist richtig klasse. Es gibt auch eine Folge gleich am Anfang, die in der Modewelt spielt. Sehr, sehr klasse gemacht, also sehr humorvoll und kann ich nur empfehlen. Staffel 2, die Edition 2, Collection 2 von den 70ern, möchte ich mir noch kaufen, weil das sind 3 Filme, die bisher noch nicht in Deutsch gesendet wurden, aber hier durch Deutsch synchronisiert. Ja, und das war jetzt an Filmmaterial hinzugekommen. Dann habe ich noch mir eine, bin ich jetzt bei Mangas, genau, 2 Mangas haben mich erreicht. Und zwar einmal Eden Zero 15 von Hiro Mashima aus dem Kasen Verlag. Ich liebe diese Serie, musste auch sein. Und ihr wisst auch, ich bin ein großer Gans-Fan. Gans E steht für die Edo-Zeit in der Samurai-Zeit. Müssen wieder Außerirdische bekämpft werden auf zukunftsartige Weise. Richtig geile Geschichten. Ein bisschen, man kann sagen, sarkastisch, ironisch, aber eine richtig geniale Science-Fiction-Serie. Das ist jetzt von Hiraoku getextet, dem Schöpfer der Gans-Reihe, aber nicht gezeichnet. Er ist sowieso einer, der sich immer sehr Zeit gelassen hat. Deswegen hat seine Hauptserie auch mega lange gedauert. Hat auch ein bisschen an Qualität verloren, weil er viel zu viele Ideen hatte, die dann irgendwann nicht mehr harmonierten. Aber die Anfänge sind mega geil. Und hier nehmen sie den Kern der Sache raus. Und ich habe dann noch nicht gelesen, aber die Geschichte fängt ganz gut an. Liest sich auch recht schnell. Er ist sowieso ein visueller Autor, kein schriftlicher Autor, kann man so sagen. Und weil wir beim Manga sind, hat mich auch erreicht diese wunderbare Figur von Lucy Hartfilia. Ich wollte schon immer eine Fairy Tale Figur haben. Hier in ihrem Taurus Outfit von Good Smile. Ich hoffe, das kann man sehen. Ich finde sie richtig cool. Ich habe noch nicht Platz, wo ich sie hinstellen soll. Deswegen ist sie noch nicht ausgepackt. Hat mich knapp 35 Euro gekostet. Gibt es auch bei, ich habe sie zum ersten Mal gesehen bei GameStop, aber da war sie ausgepackt und ich möchte sie, wenn selbst auspacken und nicht ausgepackt kaufen. Ja, und dies war die erste Fairy Tale Figur, die mir wirklich gut gefallen hat und auch in einer vernünftigen Preissegmentierung. Denn es gibt auch Fairy Tale Figuren, die sehen toll aus, kosten aber zwischen 150 und 200 Euro und das war mir doch dann ein bisschen zu viel des Guten, sag ich mal so. Ja. Dann gibt es noch ein bisschen, dann sind wir auch durch. Und zwar, ich bin Captain Future Fan, wisst ihr auch. Und es gibt eine neue Hörspielversion sozusagen, oder eigentlich ist es der Roman, der Triumph, gelesen von den Originalsprechern von Captain Future, ne, mit Helmut Kraus, Hans-Jürgen Dittberger, Jochen Schröder,
Georg Beckhaus, Tommy Pieper und so weiter. Und richtig klasse, auch viele Top-Sprecher. Das ist der erste von 7 Teilen. Ich kann sein, dass ich den euch auch schon gezeigt habe. Ich bin mir nicht sicher. Manchmal haben wir so viele Neuzugänge, dass ich nicht mal sicher bin, ob ich es euch gezeigt habe. Aber ich glaube, Nummer 2 ist auch gerade auf dem Weg zu mir. Mal sehen. Und passend zu Captain Future habe ich noch 2 Dinge erreicht. Ich habe aus Deutschland zwar, aber italienische Notizhefte von Captain Future mir gekauft. 2 Stück. Sollten 8 Euro das Stück kosten, inklusive Versand. War mir es im Endeffekt auch wert. Richtig coole Cover. Ich zeige euch das erste. Richtig, ich wollte die Komet, der Cosmoliner und der Captain ein bisschen farblich ein bisschen anders, aber trotzdem nicht schlecht. Auch hier so ein ganz berühmtes Bild, ein bisschen anders interpretiert, auch neu gezeichnet. Captain Future steht drauf. Sind halt italienische Sachen. Sollten im neuwertigen Zustand sein, aber ja, wenn man es sieht, ich hoffe, das kann man hier sehen, ein bisschen wellig. Hier will ich es nicht auf dieser Seite so genau, aber hier vielleicht kann man es ein bisschen besser sehen. Da hat Feuchtigkeit eingegriffen, auch bei diesem hier. Mit den Raumschiffen, ich fand das mega geil. Hier ist dasselbe drauf. Ja, wie gesagt, für mich war es nicht neuwertig. Ich habe jetzt, sagt ihr, 16 Euro für beide bezahlt, inklusive Versand. Ich war aber trotzdem eben halt entsetzt und habe dann dem Verkäufer gesagt, also hier, das ist nicht neu. So einen Wasserschaden muss man melden. Er hatte die aber nicht mehrfach, sondern nur einfach, weil sie, obwohl aus seiner Sammlung auch stammen. Und dann habe er mir einen Preis erlassen. Ich habe jetzt dann gesagt, komm, ich will sie behalten. Habe dann gesagt, 4 Euro gib mir runter. Somit habe ich 12 Euro bezahlt. Sag ich mal, mit dem Schaden selbst sind es mir wert, weil so, die sind schon recht selten. So. Und das waren jetzt meine gemischten Pickups. Ich starte mit einem einfachen Spiel und zwar für den 3DS. Auch schon etwas älter, Theatrism Final Fantasy, ein Rhythmus-Musikspiel mit den Figuren des Final Fantasy-Universums. Ist eine ganz lustige Spielesache, ist nichts Besonderes, aber es fehlte noch in der Sammlung und ja, musste sein. Und dann greife ich mal vor, ich will nicht gerade, wie ich das mache. Egal. 2 Switch-Spiele habe ich auf jeden Fall hier bekommen. Oder haben wir in der Sammlung, ich und mein Bruder besser gesagt. Und zwar einmal House of the Dead Remake Limited Edition. Richtig schön hier. Cool mit so einem Holo-Cover. Richtig geil. Ich versuche das zu zeigen. Ist richtig cool gemacht. Auch ein Klassiker. Ist jetzt rausgekommen. Und in dem Sinne auch No More Heroes 3. Merkt euch diesen Titel. Teil 3. Denn No More Heroes kommt noch mehr. So, das sind die normalen Preise teilweise. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was es speziell gekostet hat. Ich glaube, sind die normalen Verkaufspreise. Ja, dann habe ich euch schon mal in der Vergangenheit gezeigt, das Spiel oder diese Special Edition von NIS America oder NIS Europe. Disgaea 4, das ist jetzt die PlayStation 4 Version. Vorher hatte mein Bruder sich die Switch-Fassung gekauft, die sieht identisch aus, das ist nur eben halt anders gepackt. So, weiter geht es mit, habe ich jetzt hier PlayStation 3, Deception 4, Blood Ties, auch so ein, ja was ist das eigentlich? Action-Spiel, kann man sagen, so ein bisschen. Genau weiß ich es eigentlich auch nicht. Mein Bruder wollte das immer haben. Hat sich dann jetzt nochmal zugelegt. Ist auch neu noch komplett noch verschweißt. So, dann kommt Samurai Showdown Neo Geo Collection. Ne, das sind die ganzen Samurai Showdown Games von Neo Geo, die auf dem Automaten waren. Eine schöne Collection für die PlayStation 4 und für die PlayStation 4 auch Quake. Das ist von, ich glaube, das ist sogar Limited Run. Limited Run und Limited Run kommt auch noch mehr. Damit fange ich jetzt sozusagen an mit Limited Run. Genau. Limited Run ist auch dazu gekommen. Blood Rain Betrayal, Fresh Bites. Auch ein cooles Cover. Müsste PlayStation 4 sein. Mein Meister hat mein Bruder PlayStation 4 sich bestellt. Auch recht cool.
In dem Sinne auch die Bloodstained Curse of the Moon 2 Castlevania Style, richtig cool. Wie so eine OVP von N64 damals, Quatsch, vom NES. In dem Castlevania Logo, richtig cool. So, das nächste aus dem Hause Limited Run auch ist Terminator Resistance Enhanced. Hier hat sich mein Bruder ein bisschen geärgert. Limited Run hat die rausgebracht und gleichzeitig ist aber auch in Deutschland eine ähnliche Edition wo rausgekommen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ein bisschen schade. Lässt sich vielleicht nicht ganz so ändern, aber es ärgert einfach nur. Irgendwie ein Gimmick gab es dabei. Ich glaube, das ist von No More Heroes. Da kommt jetzt auch gleich eine Fahne, sage ich mal so. Und von No More Heroes gibt es zwei Editionen. Ich zeige es euch schon mal. 1 und 2. Diese Special Edition für die Switch. Die habt ihr gesehen. 3 ist so. Und No More Heroes 1. Mit dem schönen Cover. Hinten ist auch nicht wirklich was zu sehen. Das ist die Special Edition. Wenn ich sie inzwischen auspacke, findet ihr Fotos am Ende. Aber momentan ist es noch nicht geplant. Ich mach das mal so. Und No More Heroes 2. Sagt auch nicht viel. Ist ein Actionspiel, richtig cool. Kann man sich sehen lassen. Ist von Soda 54, glaube ich. Soda 54. Einer, der richtig coole Ideen hat und auch gerne mal ein bisschen abgedrehte Sachen absetzt. Lollipop Chainsaw kommt zum Beispiel auch von ihm oder Killer is Dead. Großartige Geschichten, auch No More Heroes, auch richtig schön abgedreht. Netter Humor. So, aus dem House of Limited Run gibt es noch ein Spiel. Heroes Must Die Again. Richtig cooles Manga-Artwork. Ich weiß gar nicht auch, was das für ein Spiel ist. Mein Bruder kauft sich die, weil sie ihn interessieren. Ich bin da jetzt nicht so tief drin in dem, was er sich da beworben hat. Aber ich will sie euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen zeige ich euch hier. Gut. Und dann kommen jetzt noch zwei Sachen. Dann ist auch das Spiel abgearbeitet, sage ich mal so. Und zwar eine Amiibo hat mein Bruder noch schmerzlich vermisst. Und zwar Shulk. Das war Xenoblade Chronicles, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Aber genau weiß ich es eigentlich auch nicht mehr genau. Ich bin da nicht so in dem drin. Aber eine schöne Figur. Hat er jetzt gebraucht gekauft, ist auch ein bisschen hier geknickt leider. Hat so um 30 Euro gekostet. Dann habe ich mir mal ein Spiel auch gekauft. Ich habe mal wieder ein Spiel. Selten kommt es vor, ein C64-Spiel. Ja, ihr werdet jetzt sagen, oh, der Oldie hat einen Oldie geholt. Ja, habe ich auch. Und zwar in der Kicks-Edition, also der Best-of-Auflage, kann man sagen, für den C64 Indiana Jones and the Fate of Atlantis, der Card Game. Das Witzige ist, hier an der Seite steht C64. Hier steht Amiga hinten auf vorne drauf. Auf der Rückseite steht aber C64. Ist so ein Action-Adventure von Indiana Jones. Hat ein richtig cooles Cover. Es gibt auch eine große Big Box, die hätte ich noch gerne, aber das habe ich jetzt bekommen. Hat mich inklusive Versand 35 Euro gekostet. Hat auch nichts weiter als eine normale Diskette. Könnte auch ausgedruckt sein. Ist halt die andere Zeit gewesen. Eine Referenzkarte und ein Handbuch. Handbuch ist so schwarz-weiß gefasst. Und das Spiel ist wirklich unterhaltsam, aber nicht gerade berauschend. Muss ich zugeben, ich habe es aber nicht gehabt und ich wollte es in meiner Sammlung haben. Das Fate of Atlantis, das Adventure, das ist um Längen besser und das kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Das spielt mal. Auf jeden Fall für die Sammlung wollte ich das aber haben. Ich hatte nicht gewusst, wie groß die ist, Verpackung, als ich es gekauft habe. Aber das ist ja ein echter Klassiker und irgendwie fehlte mir in der Sammlung, muss es sein. So. Das waren die Games. Das waren die Games noch nicht. Ich hänge noch was an, denn ich habe normalerweise ein Spiel vergessen, was jetzt hier steht, ganz groß. Eine riesen Special Edition, auch gerade frisch eingetroffen. Fire Emblem Warriors Three Hopes. Die große Box. Hier seht ihr auch mit all den Extras mit. Karte, Acrylaufsteller, Artbook, für die Switch ist das richtig cool. Kann man echt nichts zu sagen. Richtig cool. Ja, das
lege ich jetzt noch mal hier hin fürs Abschlussfoto sozusagen. An Lego gibt es auch wieder so viel geiles neues Zeug zu zeigen, dass der Tisch wahrscheinlich platzen wird. Und ich werde jetzt erstmal die kleineren Sets, weil die Highlights sind groß. Also ich werde die kleineren Sets davor holen, weil die Highlights wirklich echt groß sind. Ein paar werde ich nochmal detaillierter zeigen, weil sogar schon einige gebaut sind, beziehungsweise eigentlich nur zwei von den Sets, die ich hier zeige in der Zwischenzeit. Mein Bruder konnte nicht warten. Wie zum Beispiel gebaut hat er schon, und das zeige ich euch auch. Dieses wunderbare Set von Lightyear, dem neuen Pixar-Film, und Buzz Lightyear, dem richtigen Buzz Lightyear, kann man so sagen, der Geschichte aus Toy Story, auch hier richtig cool. Das Teil ist bereits gebaut. Das Fahrzeug sieht auch richtig cool aus. Hat so einen Diorama-Hinsteller, wie diese klassischen, ja, wie soll ich sagen, wie auch bei den Star Wars-Figuren oder Fahrzeugen so ein bisschen. Das macht das ein bisschen epischer und das sieht wirklich klasse aus. Hat dann zwei Soldaten noch dabei, jetzt in dieser einfachen Anzug, also diesem ersten, noch nicht seinem klassischen. Richtig cool. Richtig cooles Teil. Ja, also Lightyear Nummer 1 und es geht einfach verrückt weiter. Wir haben hier noch nicht gebaut Stranger Things 11 und den Demogorgon, das Monster, so in der Brickset-Version. Oh, es geht viel, geht weiter. Dann so ein komisches Set eigentlich, so Infinity Saga mit Charakteren, mit Thor und so weiter. Das ist so eine Art Figuren-Style, da sind dann einfach nur Figuren-Sets drin, was es nicht alles gibt. Ja, sowas gibt es auch. Auch recht cool. Das ist alles zu normalen Preisen. Das ist jetzt alles, zwar versucht immer günstig zu kaufen, aber eben halt vom Lego Store, von Amazon, aus dem Müller, wo mein Bruder die Sachen gefunden hat, die er mochte. Das war jetzt ein Giveaway, was es dabei gab vom Lego Store. Da gibt es ja manchmal dann Gratis-Sets. Dazu zählt auch diese coole Spielzeuglandschaft. Hier mit dem Teddy da in seinem komischen Gestell. Richtig cool. Ja, es gibt auch richtig coole Sachen. Weiter cool geht's gleich. Sind wir auch gleich schon bald wieder mit einem Groot. Zu einer schönen Edition, echt auch cool. Ja, ich weiß, Platz für das alles zum Hinstellen gibt es leider gar nicht mehr, weil es ist einfach so geil, dass man nicht mal weiß, wo man es hinstellen soll. So, das nächste Set, auch von Lightyear, was ich jetzt hier sehe, ich greife einfach blind rein, da sehen wir ihn auch in seiner geliebten Rüstung von dem Film, hier mit gegen den Bösewicht, die Hauptfiguren, auch richtig cool. Mein Bruder versucht dann auch immer bei den Lego-Sets die Hauptfiguren zu bekommen, wenigstens, weil das macht das ja auch aus. Genauso eben halt hier bei Thor, das Thor-Set. Hier hat man Mighty Thor, ne, Jane Foster und auch Thor und so weiter. Auch richtig cool, gegen so ein Monster. Kann sich auch sehen lassen. Ja, und dann habe ich hier im Karton, also in so einem Karton drin, noch ein Set, auch mega geiles Set. Ist das nicht heiß? Mandos neues Schlachtschiff, kann man sagen. Sein Speeder aus diesem Naboo Fighter gebaut. Richtig cool. Also wer mit dem Book of Boba Fett. Ich überlege gerade Folge 4 oder 5 muss das gewesen sein, glaube ich, wo er wieder kam und das dann gebaut hat. Auch hier wieder dabei. Mando mit dem Darksaber, Grogu und Pelimotto und ein BD-Droide, ne? Nicht vergessen, da ist der BD-Droide dabei, der aus Fallen Order, der auch hier seinen Auftritt hat. Also richtig cool. Ja, ich stelle es zu, geht nicht anders. Also auch richtig cooles Set und jetzt kommen Sets. Ja, sprengt den Text, ich mache das einzeln, das geht gar nicht anders. Auch ein Set, was bereits gebaut ist, aber auch mega cool, zu einem Computerspiel, zu Horizon Forbidden West. Auch hier richtig cool, das Box-Design auch richtig gut, deswegen auch schön leicht. Ist nicht drin mehr die Figur, ihr seht ihr sie nochmal von der Boxart. Aber ich blende euch jetzt auch ein paar Bilder ein, also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Stück, auch recht groß. Auch Eloy als Figur dabei, mit noch einem kleinen Robosaurier. Dieser Tallneck sieht richtig klasse aus und eine kleine Szenerie, also die haben sich richtig Mühe gegeben, sehr detailliert und macht einfach Spaß, das Ding sich anzugucken. Also Wahnsinn. Richtig cool. Richtig schönes Stück. Ja,
was soll ich dazu noch sagen? Für Fans dieser Reihe ein absolutes Muss zum Sammeln. Er war auch eine Zeit lang ausverkauft, also er ist sogar nachproduziert worden, weil der so beliebt war. Ja. So beliebt sind auch zwei andere Sets. Ich muss mal hier kurz zur Seite nehmen, damit ich sie hier auch richtig hinstellen kann. Und zwar, jetzt kommt das, oh, schwer, auch ein Set, richtig geil, Jurassic Park. Ja, dieses T-Rex Ausbrecherszene mit dem Auto, einfach nur geil. Ja, wir haben alle Figuren dabei, Malcolm, die Kinder, einfach nur geil. Einfach nur geil. Mein Bruder baut das als nächstes. Ja, was soll ich dazu sagen? Die Kinder auch mit Matsch bespritzt. Richtig cool. Also, dieses Set wird wohl als nächstes gebaut. Davon werden auch nochmal Fotos. Ich muss meinen Bruder mal überreden, dass er, wenn er seine Lego gebauten Lego-Sachen hat, dass er einen Instagram-Kanal eröffnet, damit er die Dinge einfach für sich zeigen kann. Weil sieht richtig geil aus. Ein richtig tolles Set. Ich mag auch diese Boxart. Das ist so ein, das macht das wertiger irgendwo, ne? Diese ganze Art des ganzen Aufbaus. Richtig cool. Ja, richtig cool kommt auch jetzt was. Da sind wir wieder beim anderen Set, auch mega groß. Thors Hammer in Lego-Form. Ne? Mjolnir oder so ähnlich. Ne? Thors Hammer. Richtig cool. Könnt ihr sehen, auch Wahnsinn. Ist auch noch nicht gebaut. Kann man sich auch aufstellen. Ihr seht, es ist randvoll. Ja, was soll ich dazu sagen? Ne, wahnsinnig geil, die ganzen Lego-Sachen. Ja, und jetzt kommt noch für mich mein Highlight. Mein Bruder hat auch erlaubt, dass ich es bauen darf, sonst baut er Lego eigentlich immer so zur Entspannung und liebt die Sachen. Aber da hat er mir gesagt, das darfst du bauen. Optimus Prime, G1 Optimus Prime als Lego-Set. Ist der nicht cool? Ist der nicht cool? Auch richtig cool. Auch mit Zubehör, also mit seiner Axt, seiner Pistole, ein Energon Cube, die Matrix ist dabei. Was das jetzt ist, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Auch sein Jetpack, was er nur einmal getragen hat, eigentlich in ganzen Sachen. Er kann sich sogar leicht verwandeln, finde ich auch cool, wenn man es genau sieht oben. Richtig cool. Ja, Wahnsinn. Puh. Anstrengend, die Sachen hochzuheben, sind schwer. Ja, das waren die Lego-Neuheiten. Kommen wir zu meinem Lieblingsthema, Transformers. Transformers habe ich ein paar Sachen bekommen, nicht viel dieses Mal, aber so ein paar schöne kleine Highlights. Der Anfang oder den Anfang macht eine Figur aus der Studio 86 Serie von Transformers The Movie, Exosuit Spike Witwicky. Ihr seht, das ist auch schon die neue Verpackung hier, rein aus Pappe mit so einem offenen Fenster. Das heißt, ich muss eine Schutzbox mir drum basteln, damit auch das hier drin nicht einstaubt, weil das ist irgendwie sehr schade. Das Staub kann sich dann hier drin unten sammeln, das finde ich nicht gut. Aber ich zeige euch nochmal, das ist coole Artwork oben, kann sich auch verwandeln, richtig schön aus diesem Movie. Ja, da habe ich ja schon einige. Jetzt im Endeffekt fehlt mir zurzeit aus der Studioserie nur noch Dinobot Sludge, der jetzt demnächst erscheint, in Amerika schon erschienen ist. Die Figur hat mich 16 Euro, glaube ich, gekostet. Ich habe sie über Amazon bestellt. Hier im Laden habe ich sie noch nicht gefunden. Ja, ansonsten, ja, was soll ich dazu noch sagen? Musste sein, die gab es vorher noch nie als G1. Und ich finde die Studioserie gerade zu dem Movie richtig klasse, vom 86er Movie. Ja. Also mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Wie gesagt, Transformers gibt es diesmal nicht ganz so viel. Es kommt immer noch was, ist auch irgendwas noch in der Pipeline. Aber mehr noch nicht. So, dann, bevor ich zu meinem kleinen Highlight komme, zu einem anderen Highlight. Ich habe einen anderen YouTube-Kollegen im Abo, den ich auch ganz gerne mal schaue. Und zwar Stanleys Filmzimmer. Und der liebe Stanley hat ein schönes Video gemacht, in dem er im Live ein Transformers-Sticker-Album von 86 bzw. bei uns um 1990, die deutsche Version, ja, vollgeklebt hat. Er hat ein leeres Sticker-Album erworben und noch, ja, zwei Boxen voll mit Stickern, weil ich glaube, in Italien sind sogar noch ein paar Jahre später erschienen. Das ist eine italienische Version dieses Panini-Sticker-Albums.
Und diese Sticker sind wohl eine spätere Auflage. Ja, und er hat sie eben halt, hat sich Sticker geöffnet und eingeklebt live und dabei gequatscht. Und ich habe das zugeguckt, was war richtig schön nostalgisch, hat richtig Spaß gemacht. Und dann hat der liebe Stanley, ja, oder dann hat er eben halt fast vollständig gehabt. Drei Bilder fehlten ihm. Und ja, ich sagte, du, ich habe die drei Bilder, habe die doppelt bei mir noch. Das waren so drei Bilder, das war jetzt glaube ich nicht dabei, aber so drei Bilder in diesem Stil, so drei Silberbilder. Und er sagte, ja, können wir ja gerne tauschen, was möchtest du dafür haben? Ich sagte, gerne, ich nehme eine Tüte. Ich hatte erst nur zwei gefunden von den drei, die hier fehlte. Das waren alles, wie gesagt, drei Silberbilder, die sind nicht so häufig in den Tüten. Ja, und dann sagte er, komm, ich gebe dir zwei Sticker-Tüten, geschlossene, also richtig cool. Und dann, als ich das dritte Bild hatte, was willst du noch haben? Ich sage, ich will nur einen leeren Sticker haben. Warum? Zeige ich euch gleich. Also, ich habe einmal den Sticker bekommen, dann von ihm zugeschickt. Das ist richtig schön mit den Constructicons, richtig cooler Sticker. Und diese beiden Sticker-Tüten. Also, vielen Dank an Stanleys Filmzimmer, an den lieben Jungen. Das ist echt klasse für meine Sammlung. Also, ein echtes Kindheitsteil, die zu haben. Klar, es ist jetzt hier die italienische Version, nicht deutsch. Deutsch ist hier das ein bisschen anders mit dem Sticker, aber richtig cool, die überhaupt in den Fingern zu halten, das ist echt was Besonderes. Ja, und ihr fragt euch jetzt, warum wollte ich einen Sticker haben? Mir geht es darum, ich möchte keine der beiden Tüten öffnen, als er mir die zwei angeboten hat. Und von vorne fast identisch. Ich habe festgestellt, dass die ein bisschen matter sind als die Nummer, die ich hatte. Aber seht ihr, die Rückseiten sind anders. Und genau deswegen hatte ich mir gedacht, will ich es einmal haben. Hier sieht man, das ist von 91. Und hier ist es nämlich von 86. Und hier ist auch der deutsche Text drauf. Und Panini. Und hier ist eben keine Panini-Firma. Also komplett unterschiedlich. Aufgrund dessen habe ich gedacht, möchte ich gerne eine Version haben, damit ich vergleichen kann. Ja. Das kommt vom lieben Stanley. Wie gesagt, ein schöner Tausch. Ich danke dir herzlich dafür. Du hast meine Sammlung bereichert. Genau. Und dann habe ich eine Bestellung in England getätigt. England, ja, UK, ich bin sehr zurückhaltend. Ich würde viel mehr bestellen von da, weil dort sehr viel von Transformers, auch von Battle Beast, eigentlich günstig zu erwerben ist. Problem ist der Brexit. Das heißt, Zoll, höhere Versandkosten und das schreckt es ab. Also habe ich es beschränkt auf ein paar Dinge. Ein bisschen geärgert auf eine Art habe ich mich bei dem einen, aber es ließ sich dann auch nicht mehr ändern. Der betreffende Händler hat Einzelteile verkauft und ich wollte eine Waffe haben. Und zwar wollte ich die Waffe haben von, ich zeige die Mitfigur, von Runamok. Runamok, auch eine Figur, die ich mal nachträglich gekauft habe. Sie leider nie in der Kindheit gehabt, aber wollte ich mal haben. Und ich habe gesehen, die Waffe. Er hatte sie für 5 Pfund, das waren so knapp 7 Euro. Versand, mit Versand 13 Euro. War es mir auch wert? Also mit Versand und Zoll. 2 Euro Zoll kam auf diese Gesamtsumme rauf. Alles locker, alles klar, so sollte es sein. Ja, also leider verkauft der Händler jetzt nicht mehr nach Europa, weil er wahrscheinlich damit nicht zurechtkam. Er musste irgendwas Falsches ausgefüllt haben. Was war Ende vom Lied? Ich sollte plötzlich 7 Euro etwas Zoll nachzahlen. 7 Euro? Ja, für 13 Euro liegt daran, wenn die Post Zoll einverlangt, hat sie mal 6 Euro Bearbeitungsgebühren drauf. Finde ich sehr dreist. Gerade weil ich ja nicht gefragt werde, ich möchte, dass sie für mich bezahlen. Jedenfalls habe ich dann 7 Euro etwas zahlen müssen extra, um überhaupt diese kleine Waffe, die hier für diese Figur auf der Schulter liegt. Die Arme lassen sich jetzt nicht bewegen. Es ist sehr, sehr steifer Roboter. Aber andererseits, ich habe mir nie Gedanken gemacht. Früher solche Figuren, wenn die steif waren, dann habe ich trotzdem mitgespielt, weil die Fantasie halt mitgespielt hat. Und ich wollte die Waffe haben. Irgendein Flugzeug fliegt gerade vorbei. Passt natürlich perfekt. Also wie gesagt, die Waffe sollte 5 Pfund kosten, was so, ich sag mal, knapp 7 Euro wären. Ja, jetzt habe ich knapp 20 Euro dafür bezahlt, weil er ein Häkchen nicht gesetzt hat für Zoll. Ja, jetzt kannst du dir sagen,
zahle mir die Kosten zurück. Maximal kriege ich aber höchstens die Zoll von, was war das mehr jetzt, 2 Euro zurück. Weil der Rest sind die Überarbeitungsgebühren der Post und die fallen nicht weg. Oh, was sonst. Ärgert mich sehr. Aber unabhängig davon, jetzt habe ich diese Figur vollständig. Klar, sie ist bespielt und sie ist ein bisschen ausgeleiert. Aber ich bin mega happy, diese Figur jetzt vollständig zu haben. Ihr seht, ich freue mich zurück. Ich freue mich, diese G1-Figur vollständig zu haben. Einziger Unterschied war, der hat keine, abgesehen von den beiden, von Rubbellogo und vom Decepticon-Logo, fehlen die Aufkleber, so Goldstreifen gehabt. Die sind nie raufgeklebt worden. Ich habe es auch damals in meinem Pickup-Video gezeigt, wo ich den gekauft habe. Aber fand ich genial. So, und in England, deswegen, habe ich auch noch einen zweiten Deal gemacht. Der war, wusste ich, das ist teurer, der war mit Zoll, das ist alles perfekt dann gelaufen, hat mich insgesamt dann aber auch so 45 Euro gekostet. War es mir wert, weil ich wollte diese Figur unbedingt haben und das passt nämlich gut zu der da, denn es ist die gleiche Figur, aber in der Earthrise-Version. Ist bei uns in Deutschland nur ganz kurz erschienen, dadurch habe ich sie auch verpasst und hätte wahrscheinlich noch 15 Euro mindestens gespart, aber egal, ich habe sie jetzt und bin mega happy, in einem perfekten Zustand Runamok zu haben in der Earthrise-Version. Es gibt auch seinen Bruder, der ist in schwarzer Form, eigentlich ganz komplett identisch, ein bisschen rot anstatt ja, orange, sage ich mal, rot-schwarz ist der Bruder. Gibt es auch als diese Version aber in schwarz ist, ja, mal wieder so ein Exklusivding gewesen, zahle ich so auch locker 100 Euro dafür, nur finde den hier in Deutschland, das ist ein bisschen schade. Ansonsten, ich bin bei der hier mega happy, ich finde auch dieses Artwork mega geil, ist eine meiner Figuren und ich bin echt nur glücklich, dass ich den in der Sammlung jetzt habe. Ich habe lange gehadert, immer wieder bestelle ich ihn aus England, bestelle ich ihn nicht und jetzt habe ich gemerkt, ja, die Bestände werden etwas weniger, ich komme nicht nach England zu einer Convention, was ich auch gerne würde oder zu einem Toyland, wo ich auch viel Geld sparen würde oder nach Holland, da überlege ich auch mal zu einer Convention zu fahren, weil dort vor Ort ist es einfach noch ein bisschen günstiger und die haben viel Stuff, viel klassischen Stuff und da möchte ich echt hin. Naja, das ist jetzt nicht gerade wahnsinnig viel von Transformers. Es kommt noch mehr, aber nicht in diesem Video. Also, und ja, das waren auch die ganzen Pickups. Wie gesagt, Transformers mal ein bisschen weniger, aber immer zum Ende. Deswegen freue ich mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ein Like, ein Abo und kommentiert. Schreibt, was ihr, was euch gefallen hat, was nicht. Und bitte erst disliken, wenn ihr mir auch sagt, was euch missfallen hat. Denn nur dann kann ich was besser machen. Und einfach nur einen Daumen nach unten, weil euch meine Fresse vielleicht nicht gefällt oder was auch immer. Ist uncool. Egal. Offene Worte am Ende schaden ja auch nicht. Das war's. Ja, bis zum nächsten Mal. Thank you.